Ohne den Unbedenklichkeitscheck und dessen Bestätigung mit einem goldenen Armband am Testzelt des Studentenrates mit Weida war die Eintrittskarte zur Operettenpremiere auf der Seebühne in Griebstein nichts wert. Und auch die mittlerweile schon obligatorischen Hygieneauflagen ertrugen Künstler und Zuschauer geduldig. Denn sie wollten dabei sein, wenn es wieder richtig losgeht am Mittelsächsischen Theater. Und es ging richtig los. Open Air mit Emmerich Karlmanns Stück »Die Tschardaschfürstin«. Ursprünglich war es schon für den vergangenen Sommer geplant und am Abend des 11. Juni war es soweit, endlich Premiere. Zudem entpuppte sich der Wettergott als Operettenfreund. Rund 450 Zuschauer auf den trotz Corona-gerechter Abstände gut besetzten Rängen feierten das Ensemble mit Solisten, Opernchor, Musicaldarstellern und Komparsen. Die musikalische Leitung hatte Kapellmeister José Luis Gutierrez. Sergio Raunig Lukovic inszenierte im Bühnenbild von Tilo Staude. Nina Reichmann entwarf die Kostüme und Nicole Eckenick zeichnete sich für die Choreografien verantwortlich. Beste Voraussetzungen: die Komödie um die Varieté-Sängerin Sylva Varescu und die Irrungen und Wirrungen um standesgemäße Hochzeiten im Hause von und zu Lippert-Weilersheim auf die Bühne zu bringen. Die reduzierte Spielfassung bot unterhaltsam genügend Raum für Theatralik, ironische Anspielungen auf die aktuelle Lage, witzige Dialoge und natürlich den Hits der Operette, gesungen und getanzt auf Abstand. Die präsentierten an diesem Abend Tonje Haugland in der Titelrolle, Frank Unger als Graf Edwin, Lindsay Funchal als Comtesse Stasi und Johannes Pizonka als Boni Canciano. Adelheid Brandstetter als Anhilte von und zu Lippert Weilersheim und Andreas Panach als ihr Mann Leopold Maria. Nach einer Stunde und 40 Minuten war sie erzählt, die Operette Tschardaschfürstin einer sehenswerten Aufführung. Bis zum 8. August ist diese mehr als 20 Mal auf der Seebühne Griebstein zu erleben.